Hi, ja, jetzt kommen wir zum Teil 2, der letzte Teil, Teil 1, wo wir die ersten vier Aktien für insgesamt 400.000 Euro gekauft haben. Den gibt es schon auf unserem Kanal. Schaut da gerne mal bei Teil 1 vorbei. Teil 2 beginnt mit LVMH. LVMH habt ihr im letzten Video für die, die ja genau geschaut haben, schon einmal gesehen. LVMH ist bei uns ebenfalls mit ins Depot gewandert. Eben, ja, wenn wir uns historisch die ganzen Zahlen und die Charts anschauen, dann läuft Luxus oder Luxuskonsum in der Regel auch in Zeiten der Inflation sehr, sehr gut. Und ja, hier gibt es mehrere Unternehmen. Warum jetzt genau LVMH? LVMH hat einfach extrem starke Marken und LVMH hat eine relativ starke Preismacht. Das heißt, Kunden von LVMH zahlen auch mal höhere Preise, selbst wenn LVMH die in der Regel ein bis zwei oder ein bis dreimal pro Jahr steigert. Einfach pauschal, unabhängig, was in der Wirtschaft passiert, die Preise werden erhöht, die Umsätze steigen trotzdem, aber nicht nur die Umsätze aufgrund der höheren Kosten, sondern auch die Umsätze aufgrund der Menge. Dementsprechend haben wir LVMH eingekauft. Es gibt hier noch einen kleinen Hack an der Stelle, und zwar haben wir uns, nachdem wir bei LVMH eingestiegen sind, auch bei dem LVMH Shareholders Club registriert. Das Ganze könnt ihr schon machen, sobald ihr eine Aktie habt, das heißt in dem Fall. Ich glaube, der aktuelle Kurs sind so ungefähr 600, 15, 620 Euro zum Zeitpunkt des Videos. Das heißt, ihr müsst einfach einen Nachweis schicken an den Shareholder Club. Die werden euch dann registrieren. Der Prozess ist eigentlich ziemlich simpel und die Vorteile, die hier sind, sind jetzt ja in Anführungszeichen marginal, aber eigentlich auch ganz schön. Zum Beispiel könnt ihr exklusive Weingüterführungen machen und auch den Weinkeller sehen. Ihr könnt euch Produktionsstätten anschauen. Hier gibt es eben dann, wie gesagt, spezielle Führungen nur für Shareholder oder teilweise auch Stakeholder, je nachdem. Genau, das Ganze finden wir persönlich sehr interessant. Wir haben jetzt nicht vor, unbedingt in der nächsten Zeit nach Paris zu fahren. Allerdings, ja, wenn wir das Ganze machen, dann gehen wir da auf jeden Fall auch vorbei. Deswegen LVMH aufgrund der Aktie und mehreren Faktoren bei uns ins Depot gewandert. Auch diese Position ist im Plus. LVMH müsste aktuell, wie gesagt, ein Kurs von, wenn ich mich recht erinnere, 628 Euro haben. Das heißt, hier sind wir schon ein paar Prozent im Plus. Vielleicht ein kleiner Tipp zu französischen Aktien. Das ist ja nicht die erste französische Aktie, die wir bei uns im Depot haben, sondern auch Total Energies. Bei französischen Aktien gibt es immer noch so eine kleine Sonderabgabe, die ihr hier tätigen müsst. Ja, nennt sich irgendwie Transaktionsentgelt, irgendwas in die Richtung. Ist prozentual relativ gering, natürlich in absoluten Menge. Also wenn ihr hier zum Beispiel für über 100.000 Euro kauft, dann kommen da doch ein paar Mark oder in dem Fall ein paar Euro rum. Seid euch dessen einfach bewusst. Wenn ihr zum Beispiel in den Neo-Broker-Apps seid, klickt auf jeden Fall immer in die Kostenübersicht, egal was ihr kauft. Wenn ihr zum ersten Mal kauft und nicht unbedingt den Sparplan drauf habt, klickt in die Kostenübersicht rein. Schaut, was da drin steht: 99 Cent, 1 Euro oder bei den normalen Brokern auch teilweise mal noch 9,95 Euro und Co. Und da werden eigentlich auch diese Sonderkosten mit ausgewiesen. Und dann überlegt euch einfach, ist es euch das wert, da einzusteigen, auch teilweise in Bezug auf die Quellensteuer, die hier wieder fällig wird, die Anrechenbarkeit. Dafür gibt es andere Kanäle, wo das ein bisschen besser erklärt ist. Aber das ist natürlich auch ein ja, Fall bei LVMH. Dann kommen wir zu dem zweiten Unternehmen. Zum zweiten Unternehmen muss man dazu sagen, auch dazu haben wir bei uns schon ein Video veröffentlicht. Und ja, jetzt gibt es nicht mehr so viel. Es ist die Porsche Holding. Die Porsche Holding, wir sagen es hier einfach nochmal ganz kurz, der Vollständigkeit halber, ist nicht zu verwechseln mit der Porsche AG. Die Porsche AG ist ja quasi der Teilbereich, der an die Börse gebracht werden soll. Die Porsche Holding und Volkswagen, das Ganze ist ein Konstrukt. Wie gesagt, wir haben euch in dem Porsche-Video den ganzen Konglomerat dazu einmal so ein bisschen erklärt. Warum sind wir jetzt hier bei Porsche direkt wieder eingestiegen? Bei Porsche sind wir rein, weil sich jetzt aktuell die Fantasie rund um den IPO von der Porsche AG immer mehr ja, annähert. Volkswagen hat auch selbst mal gesagt, dass sie das Ganze wahrscheinlich dieses Jahr noch einplanen. Auch die Geschichte mit Formel 1 nimmt so langsam ein bisschen Gestalt an. Aber wie gesagt, der Porsche IPO ist so ein bisschen das primäre Thema. Man kann natürlich auch in die Volkswagen-Aktie investieren, die ist vielleicht auch ein bisschen besser bewertet als Porsche.
Allerdings wurden jetzt wieder neue Schätzungen mit neuen Modellen abgegeben, mit neueren Margen. Ich glaube, die sollten so um die 25% oder bis zu 25% liegen. Wie gesagt, nagel uns hier bitte nicht fest, aber irgendwas in die Richtung, so ging das. Und deswegen haben wir Porsche mit dazu genommen. Wir wollten eben auch den Automobilbauer bei uns mit im Depot haben. Hier gibt es ja auch noch verschiedene mit Mercedes-Benz, die aktuell eine extrem hohe Dividendenrendite haben, über 8%, wenn wir uns da auch nicht irren. Oder BMW, Volkswagen ist auch nicht so schlecht. In dem Bereich gibt es sehr viele. Es gibt Tesla zum Beispiel, die extrem hoch bewertet sind, die es wissen. Tesla ist fast so viel bewertet wie alle anderen Automarken, so ganz grob zusammen. Deswegen, wir sind jetzt mal in Porsche eingestiegen, eben auch wieder ähnlich wie bei LVMH, den Bereich Luxus ein bisschen mit abzudecken, Made in Germany, viel Qualität. Deswegen denken wir auch, dass die Porsche Holding zukünftig einfach profitieren kann. Gut, kommen wir zum nächsten Unternehmen. Das nächste Unternehmen kennen Leute, die vielleicht nicht unbedingt an der Börse agieren oder noch nicht lange an der Börse agieren oder einfach, was definitiv nicht verkehrt ist, langfristige Sparpläne auf 70-30 MSCI World Emerging Market oder generell einfach ETFs haben, eher nicht für das, wofür es steht. Und zwar ist es McDonald's. McDonald's zum Beispiel macht nicht nur Hamburger, Cheeseburger und verdient damit das Geld, sondern das Franchise-Modell ist hier zum Beispiel schon mal ein Punkt. Und auch natürlich ist McDonald's auch einer der größten Immobilienverwalter. Jetzt ist ähnlich wie bei Starbucks zum Beispiel, das Ganze hat man ja auch schon mal erwähnt. Starbucks ist ziemlich breit aufgestellt, besitzt sehr, sehr viele Immobilien und das ist eben bei McDonald's nicht anders. Die Franchise-Lizenz ist hier ganz gut. Und wir hatten es neulich erst in einem Video von der Aktionär gehört und haben uns deswegen auch so erst die Gedanken eigentlich gemacht mit steigenden Zinsen, mit steigenden Lebensmittelpreisen und ja, einfach eine sehr, sehr stark ansteigenden Lebenshaltungskostenmarge werden gerade in Amerika wahrscheinlich mehrere Leute zu McDonald's gehen. McDonald's in Amerika, für die, die noch nicht da waren, ist ein bisschen anders als in Europa. Da wird wirklich viel mehr konsumiert und da ist es ja verhältnismäßig auch auf einem anderen Preisniveau. Das heißt, McDonald's könnte hier an der Stelle einfach profitieren. Die Qualität möchten wir jetzt gar nicht bewerten von McDonald's. Es ist auf jeden Fall weltweit eine sehr, sehr gleichbleibende Qualität. Die Gesamtqualität muss jeder wissen. Wir essen da auch ab und zu mal gerne. Können Sie es nicht vorstellen, da mehrmals in der Woche, im Monat oder so zu essen. Schmeckt eigentlich, ja, okay. Fühlt man so zwischendurch. Aber auf jeden Fall könnte McDonald's hier profitieren. Ebenfalls noch nicht so die höchste Dividendenrendite. Ebenfalls ganz grob um die 2%. Könnte aber erstens in der nächsten Zeit wieder ein bisschen steigen, wenn die Umsätze steigen. Und McDonald's ist halt eben auch an der Stelle einfach ja, ein sehr konservatives Unternehmen, von dem wir uns jetzt nicht mehr groß Druck nach unten erwarten. Wir haben hier 400 Stück gekauft. Hat ziemlich gut auf die 100.000 Euro gepasst. Kurs von knapp unter 250 Euro. Ist jetzt McDonald's, wie gesagt, bei uns dabei. Das letzte Unternehmen, was wir uns jetzt heute mal anschauen wollen, ansonsten wird es wieder zu viel. Das heißt, wir werden auch noch einen dritten Teil veröffentlichen mit unseren Käufen. Wundert euch bitte nicht, warum wir einen Teil zu Verkäufen gemacht haben und mehrere zu den Käufen. Ihr merkt, glaube ich, selbst, dass die Käufe einfach ein bisschen intensiver behandelt werden müssen, dass man so ein bisschen versteht, warum wir das Ganze gemacht haben. Das letzte Unternehmen, das ist wieder ein deutsches Unternehmen. Ein deutsches Unternehmen, was in der Corona Krise mit der Online-Lieferei extrem profitiert hat. Der Aktienkurs ist hier deutlichst nach oben geschossen und in letzter Zeit gut zurückgekommen. Das Unternehmen ist eigentlich das Unternehmen, unter anderem auch weltweit, wenn es um Logistik geht. Und wir sprechen hier ganz konkret von der Deutschen Post. Die Deutsche Post deckt dabei aber nicht nur die einfachen Brief- und Warensendungen ab, sondern natürlich auch große Speditionslieferungen. Deutsche Post DHL ist zum Beispiel auch Partner von Formel 1. Also hier werden auch wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr große Sachen bewegt und auch teilweise noch größer. Allein die Flugzeugsparte von der Deutschen Post ist hier wirklich extrem immens, kann man sich gar nicht unbedingt so vorstellen. Deutsche Post haben wir ebenfalls gekauft, da wir dran oder wir aktuell festhalten, dass weiter geliefert wird. Die Preise für Briefmarken und auch Briefumschläge, Warnsendungen, kann die Post ja schon mit einer Art Oligopolstellung hier deutlichst anziehen. Eigentlich ist Deutsche Post sogar in manchen Regionen sogar ein Monopol, weil viele andere Anbieter da gar nicht hinliefern. Unabhängig davon, Deutsche Postunternehmen für uns sehr, sehr positiv gestimmt und auch
gar nicht so schlecht aufgestellt für die Zukunft. Klar gibt es auch hier noch das eine oder andere Risiko, was man einfach berücksichtigen muss. Genau, aber ansonsten ist bei der Deutschen Post wirklich noch einiges an Potenzial drin. Das Ganze merkt man auch nicht zuletzt aufgrund der ja, extrem guten Performance der letzten Jahre. Also im Jahresvergleich zum Beispiel wurde der Umsatz um fast 20% gesteigert. Die nette Umsatzrendite war zwar leicht negativ, allerdings nicht so stark wie vorher. Betriebsergebnis wurde erhöht. Hier sprechen wir Größenordnung von 2,2 Milliarden. Und ja, Umsatzkosten und Co. sieht eigentlich alles nicht so schlecht aus. Am 5. August, das heißt auch schon bald, werden hier die Q2-Zahlen veröffentlicht. Das Ganze gibt vielleicht nochmal so ein bisschen einen Impuls in eine von beiden Richtungen. Wie gesagt, wir glauben hier zu ja, schätzungsweise so um die 80%, dass die Zahlen positiv aussehen. Die EPS-Zahlen der letzten Berichtsquartale war deutlich ja, doch schon sehr, sehr positiv, teilweise auch positiver, als die Analysten erwartet haben. Gut, das heißt, unsere Unternehmen waren die Deutsche Post jetzt aktuell behandelt. Wir hatten LVMH mit dabei, McDonald's und die Porsche Holding. Das heißt, hier haben wir auch ja, bis jetzt eine sehr, sehr gute Diversifizierung von Automobilbau über Luxus und ja, Basiskonsum. So ein bisschen Basiskonsum, da würden wir McDonald's wahrscheinlich so einkategorisieren, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Branche ist, in denen sie tätig sind. Und die Deutsche Post. Wie gesagt, im nächsten Unternehmen, wieder ein kleiner Sneak Peek für alle, die bis hierhin noch geschaut haben, ist ein Technologieunternehmen dabei im Bereich Halbleiter. Wir haben wieder Konsumgüter mit dabei und auch noch ein Mischkonzern. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten. Deswegen schaut gerne am nächsten Mal wieder rein. Klingelt immer noch gerne die Glocke, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns auch Feedback, wenn ihr euch das Ganze noch ein bisschen anders wünscht. Wie gesagt, Teil 3 kommt noch und dann können wir spätestens im Teil 4 auch wieder auf unsere Depot-Charts schauen, wie die momentan stehen. Und auch wie wir bis dahin im Plus-Minus sind. Die Videos werden wir alle sehr, sehr zeitnah dann auch hochladen, dass es nicht mehr so lange dauert. Aber wie gesagt, die meisten Aktien kennt ihr jetzt schon und die letzten 4 Aktien, die kommen dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Es sind nicht nur die Aktien, es ist eigentlich auch noch was dabei. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ihr habt es schon im ersten Teil gesehen. Der MSCI World wurde bespart oder mit eingekauft. Und warum in der Höhe, warum etwas mehr als 100.000 Euro, das erklären wir euch dann auch gerne, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und bis dahin wieder vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns gerne eine Nachricht in den Kommentaren da. Und wieder bis zum nächsten Mal.